Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder einen Tag für euch und zwar habe ich heute den Frühjahrsputz-Book-Tag. Ich habe keine Ahnung, ob ich zu diesem Tag getaggt worden bin oder nicht, ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall bisher nicht dazu angeschrieben worden, dass mich jemand getaggt hat. Es kommt natürlich aber auch hin und wieder vor, dass man nicht angeschrieben wird, dass man getaggt wurde und dann kriegt man das nicht mit. Deswegen, ich habe keine Ahnung, ob ich getaggt wurde oder nicht. Ich habe mir den Tag jetzt aber einfach mal rausgesucht, weil ich dachte, der passt jetzt ganz gut in diese Jahreszeit und alle machen jetzt gerade Frühjahrsputz und dann machen wir doch den Frühjahrsputz-Book-Tag. Und ich will gar nicht so viel drum herum reden, deswegen würde ich sagen, wir starten gleich mit der ersten Aufgabe und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Erstens, das Problem mit dem Anfangen. Ein Buch, bei dem es dich Überwindung gekostet hat, es zu beginnen. Ich habe jetzt echt eine Weile überlegt, bei welchem Buch es mich damals Überwindung gekostet hat, es zu beginnen. Es gab da so ein, zwei Kandidaten, aber wirklich große Überwindung hat es mich gekostet, damit anzufangen. Leopardenblut von Aline Singh. Denn als ich mit der Reihe angefangen habe, hatte sie damals noch 14 Bände. Und ich habe halt gedacht so, kacke, wenn du jetzt mit diesem Buch anfängst, musst du noch 13 Bände lesen, um auf dem aktuellen Stand zu sein. Und deswegen hat es mich damals schon echt viel Überwindung gekostet, dieses Buch hier anzufangen, weil ich wusste, was für ein Rattenschwanz an Reihe da noch da hinten dran hängt. Und ja, ich habe es aber nie bereut, dieses Buch angefangen zu haben, beziehungsweise diese Reihe angefangen zu haben. Ihr wisst, ich bin ein riesiger Fan der Gestaltenwandlerreihe. Und ja, es hat mich trotzdem damals ein gewisses Grad an Überwindung gekostet, Leopardenblut anzufangen, weil, wie gesagt, ich wusste, was da noch alles hinten dran hängt, was für eine Reihe da hinten dran hängt und ich wusste, dass ich da noch sehr, 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 sehr lange dran lesen werde, bis ich auf aktuellem Stand bin. Und es hat mich tatsächlich, ich glaube, ein Jahr gekostet, ehe ich auf aktuellem Stand war. Also ich habe ein Jahr gebraucht, um diese Reihe dann auf aktuellem Stand zu lesen, weil ich halt auch nicht alle Bücher hintereinander weggelesen habe, sondern immer nur ein Buch aus der Reihe, glaube ich, pro Monat, manchmal auch zwei. Und ja, da hatte ich ungefähr ein Jahr, dann war ich auf aktuellem Stand. Und ja, ich habe es aber nie bereut. Aber trotzdem, aufgrund der Länge dieser Reihe, hat es mich damals schon Überwindung gekostet, dieses Buch hier anzufangen. Zweitens, den Kleiderschrank ausleeren. Ein Buch, was du aussortieren willst. Ich habe ja aufgrund unseres Umzuges tatsächlich erst meinen Kleiderschrank ausgemistet und aussortiert. Ich habe jetzt gefühlt nur noch die Hälfte an Klamotten, was jetzt aber überhaupt nicht schlimm ist, weil die andere Hälfte habe ich eh nie angezogen und eh nicht gebraucht. Also ja, ausmisten befreit, das kann ich an dieser Stelle echt einfach mal sagen. Man merkt, wie dieser ganze Ballast, den man so mit sich rumschleppt, von einem abfällt. Also ich werde jetzt auch versuchen, auf jeden Fall immer regelmäßig auszumisten. Ja, auf jeden Fall ein Buch, was ich aussortieren möchte. Hier habe ich mich für eine ganze Reihe entschieden. Problem ist, ich drehe gerade, während mein Mann nebenan schläft. Und die Bücher, die ich aussortiert habe, sind im Schlafzimmer. Das heißt, ich komme da jetzt gerade nicht dran. Deswegen blende ich euch jetzt hier die Reihe einfach mal ein. Und zwar fliegt bei mir auf jeden Fall wieder raus die Amor-Trilogie von Lauren Oliver. Ich habe ja diese Reihe jetzt vor kurzem erst beendet. Ich habe die ja mit Annika gelesen. Und wie ihr wisst, hat mir der zweite Teil schon weniger gefallen wie der erste. Wobei der erste mir noch ganz gut gefallen hat. Und den dritten, den fand ich einfach nur dämlich. Und deswegen fliegt diese Reihe auf jeden Fall bei mir wieder raus, weil ich habe da einfach nichts von. Also ja, die Bücher sehen vielleicht ganz hübsch aus, aber ich lese diese Bücher nie wieder. Deswegen, was soll ich sie hier rumstehen haben? Deswegen, ja, die komplette Amor-Trilogie von Lauren Oliver fliegt auf jeden Fall bei mir wieder raus. Gründe hatte ich ja, glaube ich, genannt. Und falls ihr den letzten Lesemonat nicht gesehen habt, dann ja, schaut ihn euch an. Da gehe ich dann auf Requiem, den dritten Teil der Amor-Trilogie, auch nochmal genauer ein. Und ja, erkläre, warum ich dieses Buch nicht mochte. Wer das Video jetzt von euch gesehen hat, der weiß, dass ich da im kompletten Rage-Mode war und mich nur über dieses Buch aufgeregt habe. Es war einfach auch, ach, naja, ich fange nicht wieder an. Ich bin bei der Reihe einfach raus, deswegen fliegt sie auch bei mir wieder raus und ja, Thema erledigt. Machen wir weiter mit drittens. Fenster öffnen und frische Luft reinlassen. Ein Buch, was erfrischend war. Und ja, da habe ich ein bisschen hin und her überlegen müssen, für was ich mich da jetzt entscheide, weil ja, erfrischend kann ja jeder so für sich selbst definieren, was ist für einen erfrischend. Ist erfrischend was anderes? Ist erfrischend was ganz Tolles, was man gelesen hat? Und ja, ich habe mich jetzt hier auf jeden Fall entschieden für Kissing Lesson von Helen Huang. Für mich war dieses Buch erfrischend, weil es halt einfach mal eine etwas andere Liebesgeschichte war mit einer etwas anderen Protagonistin. Denn unsere Protagonistin hier in diesem Buch ist Autistin. Also sie hat einen gewissen Grad von Autismus. Und ich finde es halt aufgrund dieser Tatsache, dieser Einschränkung, die unsere Protagonistin hat, dass sie halt auf emotionaler Ebene nicht
wie ein normaler Mensch in Anführungsstrichen ist, fand ich das sehr, sehr spannend zu lesen und ich fand es sehr, sehr gut auch geschrieben und ich fand es auch sehr, sehr toll alles erklärt und ja, mir hat dieses Buch sehr, sehr gut gefallen und ich fand es halt, wie gesagt, einfach erfrischend, weil unsere Protagonistin halt einfach hier mal etwas anders war. Und wie ich schon sagte, konnte ich das halt alles super gut nachvollziehen. Ich fand, unsere Protagonistin war hier super gut dargestellt. Sie hat eine gewisse Tiefe gehabt und sie hat sich super entwickelt in der Geschichte. Und auch Michael, unser Love Interest in diesem Buch, ist ganz, ganz toll. Und ja, ich fand dieses Buch einfach erfrischend, weil es halt einfach mal eine etwas andere Liebesgeschichte war. Machen wir weiter mit viertens, Farbflecken wegwischen. Ein Buch, bei dem du eine bestimmte Stelle neu schreiben würdest. Das ist sehr, sehr schwierig, denn ich finde auch, schwierige Stellen und doofe Stellen gehören in Büchern für mich dazu. Ein Buch muss für mich nicht immer rundum perfekt sein. Deswegen finde ich es sehr, sehr schwierig, da zu sagen, ah, die Stelle würde ich gerne neu schreiben, weil ja jede Stelle in einem Buch zur Entwicklung der Geschichte beiträgt. Auch wenn sie mir halt nicht gefällt, trägt sie ja trotzdem in dem Moment zur Entwicklung der Charaktere oder zum Fortlauf der Geschichte bei. Weswegen ich diese Aufgabe sehr, sehr schwierig finde. Ich habe mich jetzt hier entschieden für Die wahre Königin 2, die Rückkehr des Lichts von Sophie Jordan. Hier möchte ich gerne einfach das ganze Ende neu schreiben. Ich möchte hier einfach gerne alles neu schreiben. Also der Anfang vom zweiten Teil, der war noch okay. Aber ich glaube, so ab hier möchte ich das Buch gerne einfach neu schreiben. Oder ich möchte hier draus gerne einfach einen zweiten Teil machen und dann noch einen dritten Teil dazu schreiben. Denn wenn ihr mich schon eine Weile guckt, dann werdet ihr das wissen. Ich habe bei Sophie Jordan immer das Problem, dass ihre Enden einfach total abrupt kommen. Da geht's aber bumm, eine Geschichte vorbei. Ich habe, wo ich damals das Buch hier angefangen habe, mit der Nina zu lesen, haben wir beide so wahrscheinlich den Gedanken gehabt, das ist der zweite Teil, es ist ein Übergangsteil zum dritten Teil hin, der dann das Finale ist. Nein, es ist der abschließende Band dieser Reihe. Und es passiert einfach in diesem ganzen Buch nichts. Wie es bei zweiten Teilen ja öfters der Fall ist, dass da nicht so viel Storytechnisches passiert, sondern halt eher weniger und wir halt einfach mehr über Charaktere lernen, noch Charaktere eingeführt werden. Ja, auf jeden Fall ist es bei diesem Buch genauso. Es passiert nicht wirklich viel. Und dann hast du die letzten 50 Seiten, wo die Autorin alles reingestopft hat, was geht, um dieses Buch zu Ende zu schreiben. Und das war einfach so... das hat diese ganze Geschichte kaputt gemacht. Der erste Band von Die wahre Königin ist einfach so unglaublich gut. Das ist ein verdammt gutes Buch. Und ja, dann kommt hier der zweite Teil, fängt noch, wie gesagt, ganz gut an, weil du ja denkst, okay, es ist der zweite Teil, gucken wir mal. Und dann passiert einfach nichts und dann kommt das Ende und die Geschichte ist vorbei. Und du denkst dir nur so, ich fühle mich jetzt damit nicht ausreichend erklärt. Also man hat einfach das Gefühl, man hat sehr viel verpasst und man hat halt einfach das Gefühl, da fehlt irgendwie die Hälfte der ganzen Geschichte. Deswegen, wie gesagt, würde ich gerne, wenn diese Geschichte hier neu schreiben, umschreiben, das Ende neu schreiben, der Geschichte mehr Raum geben, mehr Platz geben, dass die Geschichte sich noch viel besser entwickeln kann und sich viel besser entfalten kann. Und ich muss halt auch sagen, es ist ja kein dickes Buch. Es ist ja jetzt nicht so, dass Sophie Jordan hier schon 600 Seiten geschrieben hat und gedacht hat, so verdammt, ich muss jetzt zum Ende kommen. Nein, es ist ein sehr dünnes Buch. Sie hätte hier locker noch 100 Seiten schreiben können, aber bum, 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 Geschichte vorbei. Ich bin total unglücklich aus der ganzen Sache rausgegangen, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich habe sehr viel verpasst, ich habe sehr viel nicht erzählt bekommen, ich habe sehr viel nicht erklärt bekommen und ja, die Geschichte war dann einfach vorbei. Und das ist so eine Sache, die ich bis heute noch sehr, sehr schade finde. Deswegen, also wenn ich was neu schreiben könnte oder mir wünschen könnte, dass was neu geschrieben werden würde, würde ich mir wünschen, dass diese Geschichte hier einfach viel, viel mehr Raum kriegt, viel, viel mehr ausgearbeitet wird und hier vielleicht sogar noch ein dritter Teil käme. Ja, das würde ich mir wünschen. Ansonsten bei allen anderen Büchern, klar gibt es hier und da mal so eine Stelle, wo du sagst, ah, das hat mir nicht so gut gefallen, aber wie gesagt, die gehören zur Geschichte dazu, die tragen zum Verlauf der Geschichte bei, die tragen zur Charakterentwicklung bei, deswegen würde ich da nicht zwingend irgendwie was umschreiben lassen, aber hier gerne das Ende. Einfach nur das Ende. Fünftens, unnötigen Schnickschnack wegschmeißen. Ein Band aus einer Reihe, was unnötig war. Ja, hier habe ich jetzt auch sehr, sehr lange überlegt. Klar sagt man im ersten Impuls, eigentlich kann der Band weg und eigentlich kann der Band weg. Aber eigentlich, wenn man dann nochmal so drüber nachdenkt, passieren in diesen Bänden schon wichtige Dinge für die Reihen. Das ist jetzt auch in dem Band, den ich rausgesucht habe, der Fall. Also man kann dieses Buch nicht einfach löschen, weil da schon viel fehlen würde. Aber das war jetzt noch so das Buch, wo ich am besten damit leben kann, wenn man sagt, okay, man nimmt den zweiten Teil raus, weil da jetzt nicht so viel passiert. Und zwar, ich habe mich hier entschieden für
den zweiten Teil der Göttlich-Reihe, Göttlich verloren. Denn ich finde, im zweiten Teil passiert für das Ende nicht wirklich viel. Wir machen hier in diesem Teil ein Liebesdreieck auf, was für mich auch so ein bisschen unnötig war. Man geht auf diese ganze Götterthematik ein bisschen ein. Man lernt hier ein bisschen die Unterwelt kennen. Aber so richtig für den Verlauf der Story bis zum Ende hin passiert jetzt hier nicht so viel. Ja, deswegen fand ich damals auch, dass der zweite Teil sich ganz schön gezogen hat beim Lesen, weil hier einfach nicht wirklich viel Story-Relevantes passiert ist. Ich weiß, dass da Dinge passieren, die wichtig sind für die Geschichte auch. Aber ich, ja, wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich hier einfach Göttlich verloren nehmen, weil das, wie gesagt, so ein Teil ist, der für mich so ein bisschen, ja, den kann man halt auch einfach weglassen. Dann kann man das bisschen, was da passiert, für den dritten Teil kann man auch mit in den dritten Teil nehmen oder am Ende vom ersten Teil noch irgendwie reinquetschen. Aber ja, hier der zweite Teil ist einfach nur geschrieben worden, um ein Liebesdreieck wieder aufzumachen und das halt ein bisschen zu erklären, um da ein bisschen Spannung noch in die Geschichte reinzubringen. Aber ja, ist für mich halt ein bisschen unnötig und ja, deswegen würde ich sagen, kann dann das Schätzchen hier rein theoretisch weg. Also wäre für mich so das Buch, was ich noch am ehesten aussortieren könnte. Weil jeder Teil für eine Reihe ist halt wichtig. Und ich bin jetzt halt gerade hier so durchgegangen und habe halt geguckt. Und immer wenn ich dachte, du könntest raus, dachte ich so, nee. Also man könnte jetzt auch rein theoretisch, das Buch hernehmen. Das ist der vierte Teil von Das Reich der Sieben Höfe. Der ist ja storytechnisch überhaupt nicht relevant, ne? Also das ist ja so ein Buch, das liest man als Fan, diesen Teil. Als wirklich große Fan liest man diesen Teil, aber da passiert halt nichts. Wir sehen halt so ein bisschen, was mit den Charakteren nach dem dritten Teil, nach dem Ende passiert ist und mit was für Problemen, die sich auseinandersetzen müssen jetzt. Und das ist halt so eine Überbrückung, wirklich zur Spin-off-Reihe, aber dieser Band ist eigentlich unnötig. So, den könnte man jetzt noch nehmen, aber es ist Sarah J. Maas und ich liebe diese Reihe und es bricht mir das Herz, wenn ich mich jetzt hätte für dieses Buch entscheiden müssen. Deswegen habe ich jetzt das hier genommen. So, ihr wisst Bescheid. Ja, also Göttlich verloren ist das Buch. Eine Reihe, wo ich sagen würde, brauchen wir nicht. Kann nicht. So, zwei Aufgaben haben wir noch. Und zwar ist das sechstens Türklinken polieren. Ein Buch mit einem astreinen Ende. Und da ist mir sofort ein Buch eingefallen. Das ist auch der letzte Teil einer Reihe. Und ich muss sagen, ich war hier so glücklich mit dem Ende. Ich war so zufrieden, wie das am Ende ausgegangen ist. Ich war so zufrieden, was am Ende mit den Charakteren, mit allen passiert ist. Ja, deswegen habe ich mich dann auch für das Buch entschieden. Mein erster Impuls, wie gesagt, galt diesem Buch. Deswegen, ja, habe ich mich entschieden für Wie Schnee so weiß von Marissa Meyer. Das ist der vierte Teil der Luna-Chroniken. Das ist das Ende. Das ist auch das dickste Buch von allen. Und ich muss sagen, ich bin mit dem Ende sehr, sehr zufrieden. Ich fand es gut, was mit Cinder und Kai hier am Ende passiert ist. Allgemein mit den ganzen Paaren aus den ganzen anderen Bänden jetzt, die wir noch kennengelernt haben aus der Reihe, finde ich gut, was passiert ist. Ich bin hier mit einem sehr, sehr guten Gefühl aus der Geschichte gegangen. Ich bin wirklich mit einem Gefühl aus der Geschichte gegangen, dass diese Geschichte jetzt so zu Ende ist. Dass das, was erzählt werden musste, das wurde erzählt und jetzt können die Charaktere alle zur Ruhe kommen und jetzt können sie sich ein normales Leben in dem Sinne aufbauen. Und es ist halt hier auch am Ende alles schön aufgelöst worden und ja, deswegen, Wie Schnee so weiß, hat für mich ein astreines Ende. Wie gesagt, ich bin sehr happy aus der Geschichte gegangen, sehr glücklich aus der Geschichte gegangen. Ich war natürlich traurig, weil die Geschichte an und für sich vorbei war, aber ich war sehr, sehr glücklich und sehr, sehr zufrieden am Ende und ich habe es nie bereut, diese Reihe gelesen zu haben und jeder, der gerne so Science-Fiction-Märchen-Adaptionen liest, schaut euch diese Reihe auf jeden Fall an. Klare Leseempfehlung von mir. Da kann ich dazu nicht sagen, ich kann ja nichts zum Ende jetzt hier erzählen, sonst würde ich euch spoilern. Deswegen lassen wir es dabei. Ich liebe die Luna-Chroniken von Marissa Meyer und kann sie euch, wie gesagt, empfehlen. Und das Ende hat für mich einfach alles gepasst und gestimmt und ja, ich liebe es. Und damit wären wir bei siebtens, ein anstrengender, aber doch zufriedenstellender Frühlingsputz. Ein Buch, was anstrengend zu lesen war, man es am Ende jedoch sehr genossen hat. Okay, ich habe jetzt nicht so viele Bücher, die anstrengend zu lesen sind für mich. Also, da gibt es ein paar, aber nicht so viele. Und ich habe jetzt echt überlegen müssen, welches Buch ich nehme. Ich habe erst überlegt, ob ich einen Teil der Passage-Trilogie nehme von Justin Cronin, weil diese Bücher waren alle mega anstrengend zu lesen, aber ich habe es am Ende nie bereut, dass ich diese Reihe gelesen habe, aber ich habe es beim Lesen nicht so genossen, weil ich beim Lesen wirklich bei der Passage-Trilogie immer Brainfuck hatte. Mein Kopf hat da einfach nur geraucht, deswegen konnte ich es beim Lesen nicht so genießen. Ich habe mich jetzt entschieden für
den dritten Teil von Size von Neil Schusterman. Ich hatte durch die ganzen Perspektivenwechsel, durch die ganzen Handlungsstränge, die wir hier in dieser Geschichte haben, schon ein paar Herausforderungen beim Lesen, aber ich habe es sehr genossen, das hier zu lesen. Ich habe es sehr, sehr genossen. Ich habe es geliebt beim Lesen. Wie gesagt, ich hatte so ein bisschen für mich so ein paar Schwierigkeiten, mit diesen ganzen Sichtweisen wechselnd klarzukommen, mit den ganzen Handlungssträngen klarzukommen, weil wir uns am Anfang auch auf vielen verschiedenen Zeitebenen befinden, bis das dann am Ende so zusammenläuft. Und das war schon ein bisschen anstrengend, aber wie gesagt, ich habe es sehr, sehr genossen. Deswegen, ja, habe ich mich für Size entschieden von Neil Schusterman. Ich kann euch auch hier wieder Size nur ans Herz legen, wenn ihr gerne Science Fiction lest. Und ja, Neil Schusterman ist einfach ein Genie, was das betrifft. Und was er hier am Ende geschaffen hat, das war einfach ein Traum. Ein Traum, ein Traum. Ja, deswegen, wie gesagt, habe ich mich für Size entschieden. Es war so ein bisschen anstrengend zwischendurch. Und ja, ich habe es trotzdem sehr genossen zu sehen, was mit dieser Welt passiert, was mit dem Size passiert, mit diesen ganz drum und dran, was der Thunderhead jetzt vorhat. Und oh, es war einfach so gut. Es war einfach so unglaublich gut. Und ja, ich liebe Size. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Schaut euch die Reihe unbedingt an. Gerade das Ende ist einfach mega genial. Und ja, ich liebe es einfach. Und mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Es ist jetzt noch nicht so lange her, dass ich Size gelesen habe. Es war ja das letzte Buch in 2019 für mich. Das habe ich am 31.12.2019 beendet. Und ja, ich möchte es aber gerne irgendwann auf jeden Fall nochmal lesen, denn diese Reihe war einfach so verdammt gut. Einfach so unglaublich gut. Und ja, bevor ich jetzt hier weiter erzähle, dass dieses Buch einfach gut ist, war es das an dieser Stelle mit dem Tag. Es waren insgesamt, wie gesagt, diese 7 Fragen, Aufgaben, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Und ja, wie immer gilt, wenn ihr Lust habt, den Tag zu machen, dann macht ihn doch gerne auch einfach. Ich weiß immer nicht, soll ich jetzt noch jemanden taggen? Dieser Tag ist jetzt schon ein paar Wochen alt. Ich glaube, die meisten haben den Tag jetzt schon gemacht. Wer von euch den Tag noch nicht gemacht hat, ihr seid hiermit herzlichst alle getaggt. Und ja, was wären denn so eure Bücher für die Fragen oder Aufgaben? Sind das jetzt Fragen oder sind das jetzt Aufgaben? Ich weiß es immer nicht. Eigentlich sind es ja Fragen. Oder? Ich glaube ja, es sind Fragen. Weil bei einer Challenge hat man Aufgaben, hier hat man ja Fragen. Ich bin verwirrt. Egal. Ja, auf jeden Fall schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was eure Antworten so gewesen wären. Und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer bei euch fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.